¡Hola, hombres! ¡Memo Gamer voll! ¡Emma Español! ¡Nicht so gut! ¡Como, yes! Okay, wir spielen gegen Unterstrich, 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 Unterstrich C. Und er fängt direkt an zu spammen. Danke, Brudi. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich heute groß sagen soll. Schaut mal bei meinem Twitch vorbei. Direkt Werbung of the Day. Okay. Nächste Runde. Neues Glück. Bruder, du bist auch sehr gut. Ja, Bruder, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Dicker, was hat der für eine Mission? Jetzt mal real. Bruder. Okay, nächste Runde. By the way, ich habe heute mein neues Headset bekommen. Ohne Witz, das ist so hammergeil. Ich habe ein Audio Technica. Irgendwas mit Buchstaben M50H oder sowas. Nee, aber jetzt mal nur Joke. Das Headset kann ich echt weiterempfehlen, weil das ist einfach nur hammergeil. Das ist echt hammergeil. Oh, okay. Ich glaube, den sollten wir sogar bekommen können, wenn wir uns anstrengen. Ich habe... Lol, warte mal. Ach, der hat schon gegabt. Schade. Oh mein Gott, was war so... Traumlose Chips. Oh mein Gott. Wenn die mal traumlose Chips, wenn die keinen Traum haben. Zum Beispiel... Oh, das war auch so geil. Bei mir in der Klasse ein Typ, wir haben so Englischarbeit geschrieben. Der Typ fängt seine Arbeit an mit Hallo. Digga, mit Hallo. Auf Englisch. Das ist schon eine sehr gute Leistung, muss ich mir einfach mal so lassen. Genauso wie einer hat die Rede von Martin Luther King zitiert. Und zwar die wunderbare Rede I have dream. Gut, ich meine, einzelne Buchstaben sind ja auch nicht ganz so wichtig. Man muss nur wissen, was gemeint ist. Gut, hat meine Englischlehrerin jetzt ein bisschen anders gesehen, aber ich meine, in fact, it's not important. So, der Bildungsauftrag der Stunde auch erfüllt mit einem englischen Satz. Und ich laufe perfekt einfach ins Handel aber rein. Das ist super gut. Und easy.